Ja, Leute, ich sitze gerade mit meinem Vermieter Herbert, der mir mein Leben gerettet hat. Ja, ich wäre sonst tot. Und das wusste Bilotti, das wusste die Justiz und. Und dieser Mann hier hat mir mein Leben gerettet. Und wir haben es nicht notwendig, von einem Irren hier belästigt, beleidigt und auch noch bedroht zu werden. Ich glaube, das wird jeder, sogar die Leute, die uns hassen, verstehen, oder? Wenn ihr seit über 45 Jahren von einem Irren beleidigt, belabert, der hat meine ganze Familie zerstört. Er hat nämlich sich mit meiner Halbschwester gekloppt, gestritten. Die haben sich getrennt, wieder zusammen. Dann war sie im Frauenhaus. Dann haben die sich gegenseitig die Autos zerstört und alles Mögliche. Und ich mache es nicht mehr mit. Wir wollen unsere Ruhe vor so einem Irren. Und noch dazu hat der hier, guck, jetzt müssen wir an diesen ganzen Scheiß, den er da geschickt hat, so ein dickes Ding. Und es geht ganz einfach, liebe Justiz Münster, ganz einfach. Da kommt ein Irrer, der war in der forensischen Klinik. Der hat bei uns die Türe eingetreten nebenan, als ich mit meiner Mutter gelebt hat. Da hat kein Furz was gemacht. Ich habe die Polizei gerufen, der ist geflüchtet. So. Der hat, als die Polizei kam in Steinfurt, als ich meine Mutter besuchen wollte, hat er zu dem Polizisten gesagt, Affanculo, das heißt so gut wie du Arschloch, hat er gesagt zu denen. Und die haben ihn nicht festgenommen. Also ihr seht, dass es, da ist irgendwie, hat er die Macht. Genau wie Patricia Bilotti ist nicht ein einziges Mal, hab ich ein Verfahren gegen dieses Weib bekommen, die mich in übelster Weise homophob beleidigt hat. Ich habe es da sogar aufgenommen. Ich habe das auch schon mal auf YouTube gestellt, wo sie halt die Fresse, du Wichser, und lauter so Sachen gesagt hat. Was ist hier los? Ich erwarte, dass ich sofort diese einstweilige Verfügung gegen Antoni Bilotti kriege. Sonst gehe ich morgen, fahre ich nach Düsseldorf und mache da Rabatz am Justizministerium. Ich lasse mich hier nicht länger verarschen. Nicht mehr mit mir, das reicht. Enough. Enough is enough. So, und dann war da ein Schreiben, dass, also der ist 45 Jahre in Deutschland, man versteht nicht, was er sagt. Verstehst du das? Ja? Und, ja, also wir sind seit Tagen am Studieren, am Klamüsern. Er behauptet, es ist wirklich noch ein Witz dazu, behauptet er, der Herr Walter, mein Freund Herbert, wäre schwer krank und ich hätte es auf seine Wohnung abgesehen. Er hat Verleumdungen gemacht, wo ich wirklich jetzt auch das Recht hätte, ihn anzuzeigen, wegen übelster Verleumdung. Er hat behauptet, ich hätte die Unterschrift meiner Mutter gefälscht. Er hat behauptet, die übelsten Sachen. Also wirklich unter die Gürtellinie. Und wenn der Richter Grobelny das nicht sieht, soll froh sein, dass ich jetzt nur diese Gewalt, wie sagt man, Gewaltandrohungsdings die einstweilige Verfügung erwarte. Nämlich, er hätte schon noch, ich hätte genug Recht, ihn anzuzeigen. Zum Beispiel behauptet, ich hätte es auf Herrn Walters Wohnung abgesehen und man würde sehen, wie krank er ist und dass er bald sterbt. Herr Bilotti, da oben, diddle, konnten die Ihnen in der LWL noch nicht helfen? Warum müssen Sie da, und Sie scheiden mir hier Ihre Tenniskarriere als 60-jähriger Pizzabäcker beim TuS Nevermind in Steinfurt Borken oder was auch immer. Who the fuck cares? Lassen Sie uns in Ruhe, ja? Und dann erklären Sie uns bitte, was bedeutet Augentür Wohnung. Wie versteht, was meinen Sie mit, ich habe es abgesehen auf die Wohnung von Herrn Walter, weil sie eine Augentür Wohnung heißt. Was ist das? Was ist das, eine Augentür Wohnung? Was soll das sein? Weil die Tür einen Spion hat? Habt ihr das nicht? Ist das irgendwie so was ganz Exklusives, einen Türspion zu haben? Oder, ich kapiere das nicht. Bladelidel, dodel, dadel, dam, blam, 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 bum, ciao, bello.